Wenn wir in den vergangenen Jahren eines gelernt haben, dann dies, liebe Schützendamen und Schützenbrüder, verehrte Gäste. Es gibt keine Übertreibungen. Es gibt nur einen Mangel an Vorstellungskraft. Ohne Zweifel war die Welt eine andere, als wir das letzte Mal gemeinsam vor 3 Jahren hier standen. Wir haben das Gefühl, als schlitterten wir ohnmächtig von Krise zu Krise. In unserer komplexen Welt hängt alles mit allem zusammen. Die Corona-Pandemie führte weltweit zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verwerfungen. Und als wir gerade Licht am Ende des Tunnels sahen, wurden wir Ende Februar diesen Jahres unsanft aus einem im wahrsten Sinne des Wortes friedlichen Schlaf geweckt. Der Angriffskrieg Russlands auf seinen Nachbarn, die Ukraine, wird zweifelsohne die europäische Zukunft in den nächsten Jahrzehnten nachhaltig prägen. Fassungslos verfolgen wir die Brutalität und Unmenschlichkeit hautnah in den Medien. Viele haben es kommen sehen, aber die Warnungen wurden als übertrieben abgetan. Wir konnten uns schlichtweg nicht vorstellen, dass der Krieg zurück auf europäischen Boden kommt. Mit der Wucht der gemeinsamen Sanktionen und der Bereitschaft zu umfangreichen Waffenlieferungen an die Ukraine wird die russische Führung nicht gerechnet haben. Zudem steigt der Druck aufgrund ausbleibender militärischer Erfolge. Dies erhöht auf der anderen Seite jedoch die Gefahr eines lang andauernden Kriegs mit entsprechend vielen Opfern. Die europäische Solidarität und die bereitwillige Aufnahme von Flüchtlingen machen Hoffnung. Viele fragen sich jedoch zu Recht, warum sich große Länder wie Brasilien oder Indien nicht an den Sanktionen beteiligen. Vor allem China steht fest an der Seite Russlands. Wir bewegen uns, ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wieder in Richtung einer zweigeteilten Welt. Rund um den Globus werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Ungläubig nehmen wir zur Kenntnis, wie Frauen in Afghanistan nach der erneuten Machtübernahme der Taliban behandelt werden. Mädchen können dort nun ab dem 13. Lebensjahr keine Schule mehr besuchen. Frauen dürfen sich nur verschleiert in der Öffentlichkeit zeigen und ohne männliche Begleitung keine weitere Reise antreten. Auch aufgrund fehlendem internationalen Druck sieht China keine Notwendigkeit, an Verbesserungen der Menschenrechte im eigenen Land zu arbeiten. Kürzlich veröffentlichte ein Rechercheteam Bilder und Videos der unmenschlichen Behandlung der Uiguren. Folter, Erniedrigungen und Vergewaltigungen stehen in den Umerziehungslagern an der Tagesordnung. Durch Medien- und Internetzensur sowie Einschränkungen der Meinungsfreiheit versucht die politische Führung, jegliche Berichterstattung darüber zu unterbinden. Auch Russland steht diesbezüglich am Pranger. Oppositionelle und kritische Journalisten werden überwacht und schikaniert. Homosexuelle werden brutal verfolgt. Obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, herrscht in vielen Ländern noch eine mittelalterliche Sexualmoral. Menschen werden aufgrund ihrer sexuellen Identität diskriminiert, verfolgt oder inhaftiert. Auch wenn sich in Deutschland diesbezüglich vieles zum Besseren gewandelt hat, so gibt es auch bei uns noch genug zu tun. Dies zeigte sich deutlich, als sich Anfang des Jahres 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche öffentlich outeten. Die Angst, entdeckt zu werden, den Arbeitsplatz zu verlieren und gesellschaftlich ausgegrenzt zu werden, ertrugen viele schon Jahrzehnte. Dabei hat die katholische Kirche wahrlich genug Probleme und sollte froh um jeden engagierten Mitarbeiter sein. Vollkommen überholte Moralvorstellungen, unzählige Missbrauchsfälle und deren inkonsequente juristische Aufarbeitung treiben jährlich zu Recht Zigtausende aus der Kirche. Wie soll man angesichts der weltweiten Kriege
der Menschenrechtsverletzungen unter vielen egoistischen Machthaber nicht den Mut verlieren? Wie sollen wir bloß die großen Probleme unserer Zeit, wie den weltweiten Hunger und die außer Kontrolle geratene Klimakrise lösen? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass Verzweiflung und Nichtstun keine Lösung sind. Jeder von uns kann täglich die Welt zum Guten verändern. Dabei können wir alle Vorbild sein. Für unsere Kinder, Freunde und auch für unsere Eltern. Dazu sind keine großen Taten erforderlich. Die vielen kleinen täglichen Entscheidungen werden den Unterschied machen. Lasst es uns versuchen. Abschließend werde ich nun im Namen der Männerschützengilde gemeinsam mit unserem Hauptmann einen Kranz niederlegen zum Gedenken aller Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Gleichzeitig gedenken wir auch aller verstorbenen Mitglieder der Männerschützengilde. Insbesondere schließen wir dabei die Mitglieder ein, die seit unserem letzten Schützenfest vor 3 Jahren verstorben sind. Dies sind Engelbert Fehlker, Hermann Schräder, Franz Lammers, Franz Josef Schneermann, Erich Schoh, Norbert Kopper, Bernhard Feldkamp, Norbert Röskamp, Ernst Wissing, Heinz Füssner und Rainer Dalibor. Männerschützengilde, stillgestanden. Kopfbedeckung ab. Fahnenträger, senkt die Fahne. Herr Kapellmeister, ich bitte um das Lied vom guten Kameraden. Kopfbedeckung auf, rührt euch. Kranzträger, Fahnenträger und Offiziere, bitte wieder im Zug Aufstellung nehmen. Wir singen nun gemeinsam, stolz und in der Hoffnung auf eine friedlichere Zukunft. Laut und deutlich die deutsche Nationalhymne. Dazu Männerschützengilde, stillgestanden. Richt euch. Augen geradeaus, das Gewehr über, Achtung, präsentiert. Und Hand, Heiligkeit und Erde.
über, rechts um. Das Ganze im Gleichschritt, zweimal Rechtsschwenk, Marsch. Der Männerschützengilde, herzlich willkommen zur Feier der Heiligen Messe heute Morgen.
Sonnenmitglieder der Männerschutzgemeinde zu beten. Die Kirche, Schwestern und Brüder, sie versteht sich selbst als Gemeinschaft von Gläubigen, die die Botschaft Jesu Christi in unsere Welt hineintragen sollen. Mache alle Getauften zu Zeugen deiner Botschaft und öffne allen Völkern die Ohren und die Herzen für dein Wort. Männerschützengilde, stillgestanden. Richt euch. Das Gewehr über. Zur Meldung an unseren Oberst, die Augen rechts. Achtung, präsentiert. Herr Oberst, ich melde die Männerschützengilde mit 30 Offizieren, unseren Majestäten, 250 Schützen, drei Musikzügen und nicht zu vergessen einer starken Anzahl an Vereinsdamen angetreten. Ohne Musik. Präsentieren. Das Gewehr ab, rührt euch. Zunächst einmal vielen Dank euch allen für die rege Teilnahme zur Kranzniederlegung und zum Kirchgang. Schön, dass ihr so viele waren. Besonderer Dank auch an die wenigen, die selbstlos bei Schumann-Lohrs ausgeharrt haben, um Nachzüglern den Weg Richtung Kirche zu weisen. Vielen Dank. Den Spielmannszügen möchte ich auch herzlich danken für die Begleitung beim Marsch zum Ehrenmal und zur Kirche. Und den Musikzug ganz besonders auch für die Begleitung während der Messe. Zudem danke ich Pfarrer Schmedes für die Messe. Herzlichen Dank.
Ich denke, ihr habt alle viel Durst. Jo. Deswegen keine weiteren Reden mehr. Wir sehen zu, dass wir jetzt schnell zum Frühschoppen kommen, aufs Festzelt. Bleibt nur zu hoffen, dass Kölmann logistisch besser geplant hat als der Pastor gerade. Da komme ich jetzt nicht mehr klar. So, wir möchten jetzt unter den Klängen des Präsentiermarsches unsere Fähnchen in den Zug aufnehmen und marschieren dann mit der halben, vollkommenen Menschlichkeit von drei Spielmannszügen Richtung Festzelt. Dazu, wenn er schützen gehe, stillgestanden. Das quer über. Achtung, präsentiert!